Hallo! Jetzt mal schauen, ob das klappt hier mit dem Video. Ich bin mittlerweile, also ich bin schon gestern hier angekommen in Griechenland. Wollte mal mit euch was teilen, weil ja, mein Kopf steht auch hier nicht still, respektive meine Mission, die will die ganze Zeit raus und hatte gerade ein wunderbares Orientierungsgespräch mit einer Frau. Und ja, da habe ich ihr erklärt, wie das eigentlich funktioniert, dass wir zu dem werden, was wir sind. Und es kam mir so ein wunderbares Bild und das wollte ich jetzt mit euch auch erklären. Hallo, wer hat denn da Lust? Hallo Evelyn, guck mal, wo ich hier bin. Also schaut mal hier kurz. Oho, wie schön, wie schön, wie schön. Jetzt machen die gerade riesen Lärm da draußen. Also hier ist der Swimmingpool. Und heute Abend kommen meine Zauberfrauen und wir werden unsere Perfektion hier leben. Jetzt muss ich aber hier rein, es wird zu laut. Ja, das ist das Zimmer. Mega schön, alles so weiß hier in Mykonos. Ich finde es mega cool. Ja, nur kurz zu dem, was ich sagen wollte. Und zwar, wieso sind wir so, wie wir sind? Wieso machen uns Krankheiten zu schaffen? Wieso werden wir überhaupt krank? Das war das, was ich eben heute dieser Dame erzählt habe. Oh, jetzt muss ich hier zu, das ist ja Wahnsinn. Und zwar, im Alter zwischen 0 und 7 Jahren, da passiert Folgendes mit uns. Und zwar, wir sind quasi in einem hypnotischen Zustand, das sagt der Bruce Lipton. Wir sind so offen, dass wir quasi suggeriert bekommen von unserem Umfeld, was wir wirklich sind. Und was kann unser Umfeld uns schon suggerieren? Das lebt uns einfach das vor, was sie sind, oder unsere Eltern, unser Umfeld, alles. Die haben ja ihre Stories, die haben ihre Geschichten, die haben das, was sie gelernt haben und das, was sie glauben, ihre ganzen Überzeugungen, ihre Lebensgrundsätze und die kriegen wir eingetrichtert. Also wir sind sozusagen wirklich unter Hypnose, weil unser analytischer, logischer Verstand, der ist noch nicht ausgebildet. Und unter dieser Hypnose werden wir quasi zu dieser Persönlichkeit gemacht, dass wenn wir aus der Hypnose aufwachen, sozusagen mit 7, 8 Jahren, dass wir dann meinen, wir sind so und so. Wir sind da schlecht, wir sind da nicht gut genug, wir machen da und da Fehler und was weiß ich nicht was, wie wir halt immer so beurteilt werden, oder? Ja, die kann sich nicht konzentrieren, ja, die ist unmöglich, ja, die macht uns ja immer Probleme, bla bla bla, oder? Und all das kriegen wir eingetrichtert als Kinder in einem hypnotischen Zustand sozusagen und da wachen wir auf und sagen, oh mein Gott. Wir haben so viel Fehler, wir sind so ungenügend, wir sind so schlecht. Das können wir nicht und das können wir nicht und da müssen wir uns verbessern. Und dann laufen wir tatsächlich mit dieser Überzeugung durch die Gegend, dass wir eben jemand sind, der eben das nicht gut kann, hier schlecht ist, unmöglich ist, sich nicht benehmen kann. Was auch immer uns dann noch erzählt wird, oder du kannst dich nicht benehmen, oder so kannst du mit dem nicht sprechen, und so kannst du nicht sein, und hier kannst du nicht machen, und da musst du anders sein. Und irgendwann mal ist es uns ganz sonnenklar. Wir sind nicht gut genug und wir sind nicht in Ordnung. Und mit dieser Überzeugung läufst du dann durchs Leben. Und du kriegst es natürlich immer wieder gespiegelt. Und zwar bist du quasi wie ein Fernseher, oder? Dein Unterbewusstsein, das ist so konditioniert worden, dass du quasi hier auf deinem Körper, kannst du dir sowas bildlich vorstellen, auf deinem Körper ist ein Fernseher, ein Bildschirm und die Leute, die mit dir in Kontakt kommen, die sehen, was auf deinem Bildschirm läuft. Die sehen deine ganze Story. Die sehen die Story, also die sehen das nicht visuell, sondern sie nehmen das wahr. Das sind ja energetische Informationen. Und diese ganze Geschichte und diese ganze Story in jedem Kontakt, das, was aktiv ist, gerade in mir, was du aktiviert hast, da sind alle Erfahrungen, alle Überzeugungen, alle Stories und alle Geschichten von irgendwelchen Ahnen und Eltern und sonstigen Umfeldgeschichten in dir aktiv.
Und du weißt es nicht, dass du als so ein Bildschirm quasi durch die Welt gehst. Du läufst auf der Fußgängerzone, du gehst in irgendein Geschäft rein und je nachdem, welcher Teil von diesen Stories und Überzeugungen und Sachen, die du über dich, über die Welt, über andere glaubst, gerade aktiv sind, zack, kriegst du die Reaktion. In ein Verhalten oder in einer Aussage oder in irgendetwas von diesen Menschen da draußen, die wahrnehmen, was gerade so in deinem Bildschirm, in deinem Innersten läuft. Ja, und dann wunderst du dich, oder? Und dann kriegst du natürlich immer wieder die Bestätigung, dass das, was in dir läuft, also in deinem unterbewussten Bildschirm auf dir, auf deinem Fernseher läuft, dass das wohl die Wahrheit ist über dich. Und dann passieren halt Sachen. Gescheiterte Beziehungen, Partnerschaften, sonstige schreckliche Erlebnisse, Krankheiten, Einschränkungen. Und es ist alles analog. Es ist alles eine Manifestation, eine Materialisierung dessen, was in dir aktiv ist, was deine Überzeugungen sind, die du dir immer wieder bestätigen lässt, indem du im Außen guckst, was da alles so abgeht und dann reflektierst auf Basis dessen, was deine Überzeugung ist und die ist ganz klar, du bist schlecht, du bist gut, nicht gut genug und das und das und das und das und irgendwas ist an dir nicht in Ordnung und irgendwas muss repariert werden. Ja, und wenn es jetzt hier um irgendwas in deinem Leben geht und sei es insbesondere um Krankheit, dann musst du Nummer eins einfach erkennen, dass es so passiert ist. Aber dass es Nummer zwei überhaupt nichts mit dir zu tun hat und mit dem, was du wirklich bist, sondern dass es einfach eine Konditionierung ist und für die kannst du nichts dafür, weil du sozusagen im Tiefschlaf warst. Aber jetzt, wenn du erwachst und dir die Dinge klar werden, dann muss dir als erstes sonnenklar werden, dass du in Ordnung bist, dass du mit der Intention, ein perfektes Leben zu führen, ein perfektes glücklich zu sein, nur die schönsten Dinge gut genug für dich sind, dass du ein Mensch bist, der per se ein unglaubliches Selbstliebe und Selbstwert haben soll, weil er mit dieser Intention der Schöpfung, dieser Energie, die hier in unserem Herzen wohnt, die nichts Schlechtes und nichts Böses weiß, bist du hierher gekommen, um dieses Leben zu führen, aber nicht in Leiden. Auch nicht in Schmach, auch nicht in Schande, auch nicht in Wut, auch nicht in Verzweiflung, auch nicht in Schmerzen. Nein, sondern die Grundidee war, dass du ein perfektes, absolut liebenswertes, wunderbares, schönes, großartiges Wesen bist. Und dass du als dieses Wesen hier rausgehen darfst. Und warum passiert es jetzt, dass wir krank werden? Dass uns einfach Scheiße passiert, um es einfach mal klar auszudrücken. Es passiert, damit wir erwachen. Es passiert, dass wir auf unser Innerstes hören, auf unsere innerste Stimme, dass wir endlich merken, dass diese ganze Dissonanz dessen, was im Außen uns vielleicht über uns gespiegelt wird oder gesagt wird, sogar in Worten, und dass es so, sich so elend und so übel anfühlt in uns und dass das so verletzend ist, das liegt nur daran, dass es eben nicht stimmt und dass es nicht damit übereinstimmt, wer wir wirklich sind und dafür, als was wir hier auf diese Welt gekommen sind. Deswegen tut es weh. Und weil hier ein Fernsehprogramm auf dem Fernseher unseres Herzens läuft, das die Schöpfung dort nie eingestellt hat, sondern dass eben hier aus diesem kollektiven Bewusstsein, aus diesem angstgefütterten Bewusstsein mit diesen angstgefütterten Vorstellungen und nicht verbundenen Vorstellungen mit dem höchsten, höheren Schöpferwissen, Glauben, göttlichen, sage ich auch wirklich gerne, weil göttlich heißt nichts anderes wie in Ordnung und perfekt, geliebt, unterstützt und freudig und leicht. Und das ist dieser göttliche Anteil in uns, der 95% unseres Seins ausmacht. Und wenn wir den die ganze Zeit verleugnen und irgendwelchen Programmierungen und eben diesem Programm, diesem Fernseher in uns Glauben schenken, weil der ja von außen immer wieder kommentiert wird und glauben, wir sind dieser Fernseher, diese Fernsehshow, die in uns läuft, dann tut es halt so schrecklich weh.
Wir kommen aus jeglicher Miserie, als egal was es ist daraus, dass wir erkennen, wer wir wirklich sind, dass wir diese Persönlichkeit ausgraben und lieben, egal was im Außen noch anderes gesagt wird und egal welche Story der Vergangenheit irgendwelche anderen Vorstellungen über uns hat. Und dass wir uns für uns entscheiden und gehen und jetzt anfangen, dieses Fernsehprogramm zu hinterfragen, zu analysieren und so zu schreiben und so zu leben, so zu denken und so zu fühlen, wie sich das für uns anfühlt, wenn wir jemanden sind, der unermesslich wunderbar und geliebt und unterstützt ist vom Leben und von allem dem, was eigentlich da draußen wäre, wenn es auf unser wahres Ich, auf unser wahres göttliches Fernsehprogramm reagieren würde und nicht auf dieses suggerierte Fernsehprogramm, mit dem wir durch die Gegend laufen und uns wundern, ja, wieso reagieren die Leute so? Wieso wird mir immer wieder gesagt, ich bin scheiße oder das passt nicht und das ist nicht gut genug? Weil wir nicht wissen, dass wir ein Fernseher sind für die Leute, die genau wissen, welches Programm in uns läuft und uns halt dann auf Basis, auf Ebene dieses Programms mit uns kommunizieren. Und das können wir ändern jeden Moment. Aber dieses Bewusstsein und dieses Verständnis, wie das läuft und wer wir wirklich sind und mit welcher Idee wir hier tatsächlich auf die Welt gekommen sind, das muss uns klar werden, das muss unserem logischen Verstand klar werden und dementsprechend müssen wir diesen logischen Verstand neu informieren, neue Informationen liefern und ihm sagen, schau mal, du lebst hier in der Vergangenheit in diesem Fernseher, aber ich habe keinen Bock, in diesem Fernseher weiterzulaufen, weil da gefällt mir überhaupt nicht die Story und die Show, die draufläuft. Sondern ich möchte gerne in der Zukunft, dort, wo es schön ist und dort, wo es vielleicht noch unbekannt ist, da baue ich jetzt mein Fernsehprogramm auf und dort gehe ich jetzt hin. Und der sagt, nein, 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 geh wieder zurück, da und da, lalala, weiß noch, was du gemacht hast, du, schau mal, wie scheiße du bist. Und da musst du einfach insistieren und sagen, schau mal, so scheiße bin ich nicht. Es ist ein scheiß Programm, das in mich installiert worden ist. Und dieses Programm, diesen Fernseher, ich bin einfach der Fernseher und habe es nicht gemerkt. Aber jetzt wird da ein anderes Programm laufen. Und zwar jeden Moment, jeden Moment, jeden Moment. Und da diskutierst du immer mit deinem Verstand, bis er mitgeht und sagt, wenn irgendwas Übles passiert oder so, oder wenn vielleicht etwas passiert, wo dich einer aburteilt oder nicht okay ist mit dir, dann kommt der Mensch, der Verstand da oben, den du neu programmiert hast und sagt dir nämlich die richtigen Worte. Und zwar nicht, oh, schau mal, wie blöd du bist und das hast du falsch gemacht, sondern dann sagt er dir, ja, da warst du vielleicht halt nicht so ganz gut drauf und an was hast du da gedacht und wo hat es dich denn hier gestresst und so weiter und dann unterstützt der dir, wenn er hier neu informiert worden ist, unterstützt er dich, dorthin zu gehen, wo du hin möchtest. Und das ist ein Prozess, aber der ist absolut gangbar und möglich. Und am Ende dieses Prozesses, egal wie lange der dauern muss, weil das entscheidest auch du, wie lange dieser Prozess dauert, am Ende dieses Prozesses hast du eine liebevolle Beziehung mit dir selber. Du liebst dich bedingungslos, du liebst dein Leben bedingungslos, du bist absolut froh und glücklich hier auf dieser Welt zu sein und du weißt, was du gerne tun möchtest und du weißt, dass du hier auch hergekommen bist, nicht um zu leiden, um Scheiße zu erleben, um dich minderwertig zu fühlen, sondern hier, um was einen Beitrag zu leisten, um zu erkennen, was die Wahrheit ist und dass du eben eine von denen bist, die nicht weiterhin lügen, in unsere Gesellschaft einprogrammiert, in diese Fernsehstory der Gesellschaft einprogrammiert, sodass es unterbewusst immer nur diese Story gibt, oder? Die gibt es ja nicht nur in den Familien, die gibt es dann in den Kindergärten und in den Schulen und so weiter. Und dass du jemand bist, der da eine andere Story hat und diese Story neu weitergibt und neu weitergibt und dass dann mehr Leute mit der neuen Story hier sind, als mit der alten Story, wir sind hier, um zu leiden, um zu ackern, um zu schuften, um krank zu werden und dann irgendwann mal zu sterben. Scheiße, sag ich nur. Stimmt alles nicht. Und jeder Einzelne hier kann einen Beitrag leisten, dass wir wissen, was die Wahrheit ist, als göttliches, perfektes Schöpferwesen hier auf dieser Welt. Und das macht Spaß und es ist lustig und es ist leicht und es ist schön. Und vergesst es nicht. Es gibt nicht Auserwählte oder Nicht-Auserwählte. Das läuft so, es ist Gesetz und es ist Gesetz für jeden. Nur wir müssen uns entscheiden, dass wir diejenigen sein wollen, die nicht mehr nach Lügen leben, sondern nach der Wahrheit. In diesem Sinne, viele wunderbare Grüße hier aus Mykonos. Und ja, ich werde euch noch weiterhin ein bisschen teilhaben lassen an unserem Sunny Retreat hier.
Ja, übrigens, wenn euch das wirklich interessiert, ich mache wieder einen Retreat und zwar in St. Moritz, einen Schneeretreat. Der wird Mitte Januar stattfinden, wenn bei uns auch die große Hypersaison vorbei ist, mache ich einen Schneeretreat mit Schneesportmöglichkeiten bei mir in St. Moritz. Wer genaueres erfahren will, schreibt mir einfach. Bis dann. Bye.